später zur Position durch. Beabsichtigen Sie, in Tanger zu landen. Ist etwas passiert? Ist etwas passiert? Privatmaschine 180, bitte geben Sie Ihre Position durch. Beabsichtigen Sie, in Tanger zu landen. Die Passagiere für den Flug Nummer 104, bitte zum Ausgang Nummer 5. Bitte halten Sie Ihre Flugkarten bereit. Maschine 180, bitte melden. Beabsichtigen Sie, in Tanger zu landen. Bitte melden. Ist etwas passiert? Privatmaschine 180, bitte melden. Na, alles in Ordnung? Danke, Mr. Brady. Ich fühle mich erst wohl, wenn wir gelandet sind. Privatmaschine 180, bitte melden. Da, Gil Walker. Versteckt sie vor Danza. Wer fliegt an die Privatmaschine für Danza? Na, wir werden es erfahren, wenn die Maschine ankommt. Wenn sie überhaupt kommt. Danzer allein? Wo steckt denn Niki bloß? Die Passagiere für den Flug Nummer 104. Bitte zum Ausgang Nummer 5. Bitte halten Sie Ihre Flugkarten bereit. Dies ist der letzte Aufruf für die Passagiere des Fluges 104. Bitte begeben Sie sich zum Ausgang Nummer 5. Was tust du denn hier? Danza wartet auf dich. Was ist, Niki? Die Flugleitung weiß von nichts. Was meinst du damit? Sie hat denn bereits mit der Maschine Kontakt. Sie gibt ihre Position nicht. Sie wissen noch nicht mal, ob sie in Tanger landen will. So was tut Walker nicht. Nicht, wenn er für mich fliegt. Na, wenn er für dich fliegt, nicht. Privatmaschine 180, bitte machen Sie Ihre Positionsmeldung. Minuten überfällig. Sieht mir beinahe so aus, als ob der Flugzeugführer krumme Sachen macht. Das ist deine Sorge, nicht meine. Vielleicht beabsichtigt Gil Walker, mit dem Geld woanders hinzufliegen. Und du fährst ihm nach. Du wirst es mit deinem Misstrauen noch dahin bringen, dass ich eines Tages die Nerven verliere. Hör zu, wenn ihr beiden etwa versuchen solltet... Achtung, Notlandung! Ich wiederhole, Notlandung! Sofort das Rollfeld räumen. Allô, allô. Attention. Atterrissage forcé. Je répète. Atterrissage forcé. Déblayez le terrain. Atterrissage
sofort sehen. Ich muss an die Maschine. Sei vorsichtig, warte, bis es dunkel ist. So lange können wir nicht warten. Du kannst Gil Walker auch nicht mehr helfen. Die Polizei wird alles absperren. En 10 ans de service, je n'ai jamais vu une chose pareille. Moi non plus. Ein Flugzeugabsturz. Keine Leichen. Kein Zeichen, dass überhaupt jemand in der Maschine war. Automatisch fliegen kann man. Aber nicht landen. Was sagt man denn im Flughafen, Tirera? Kein Mensch hat angerufen, Lüttner. Es hat sich niemand nach dem Flugzeug erkundigt. Es scheint beinahe so, als hätte niemand in Tanga Interesse an der Maschine. Das wird sich schon bei Zeiten herausstellen. Wir können warten. Schon richtig. Ich brauche eine Wache. Kommen Sie, knobeln Sie mit den anderen um die Wache. Aber Lüttner, in meiner Stellung soll ich knobeln? Wie ich Sie kenne, Tirera, tun Sie das nicht zum ersten Mal. Walker. Also ist ein anderer geflogen. Hast du das etwa gewusst? Ich weiß es jetzt. Was gefunden? Wer sind Sie? Sie sind Gil Walker, Hank Bradys bester Freund. Wir beide wissen, dass er Sie geflogen hat. Ich bin Susan Lane. Was tun Sie denn hier? Ich habe auch gewartet, bis es dunkel ist. Ich meine nicht hier im Flugzeug, ich meine in Tanga. Ich stelle ihr die Fragen. Kommen Sie raus. Ich bin Lieutenant Luzon, internationale Polizei. Wir haben uns nie gesehen, Walker. Aber aus unseren Akten kenne ich Sie schon. Es überrascht mich nicht, dass Sie auch in diese Sache hier verwickelt sind. Aber was haben Sie damit zu tun? Ihren Pass bitte. Miss Lane, wenn ich recht gehört habe. Ich weiß gar nicht, was Sie von uns wollen. Wir haben noch nichts verbrochen. Wollen Sie es genau wissen? Unbefugtes Betreten eines abgesperrten Gebietes. Ich muss Sie bitten, mitzukommen.
Wer war der Pilot? Wer hat noch von der Sache gewusst? Weiß ich. Nach vorne, Walker. Zur Polizeiwache? Colonel Weir wird Sie bestimmt gern sprechen wollen. Jetzt hat die Polizei den Fall. Unter diesen Umständen gilt unsere Abmachung selbstverständlich nicht mehr, Danzer. Die Polizei hat den Fall noch nicht. Wir haben ein großes Geschäft abgemacht. Und ich lasse es mir nicht von ein paar neugierigen Polizisten verderben. Hör mal, Goro. Du kannst ihn jetzt nicht im Stich lassen. Wenn das Geschäft zustande kommt, dann können wir uns alle gratulieren. Wir schaffen es schon. Die Polizei lenke ich ab. Darum möchte ich auch gebeten haben. Bevor du dich mit der Polizei befasst, würde ich mich erst mal um den Piloten kümmern. Wer es war und wo er jetzt ist. Gut gemacht, Bill. Deckt sich mit den Akten über Walker. Ist was Neues über die Frau gekommen? Da ist es. Steht nicht viel drin, was? Nein, Sir. Colonel Weir! Das wird eine lange Nacht. Ich habe viel Zeit mitgebracht. Wie immer. Ich befasse mich mit Ihnen, sobald ich kann. Behalten Sie Platz. Hank hat Ihnen oft geschrieben. Sie wollten doch heiraten, nicht? Keine Unterhaltung, bitte. Heute geht's nach der Wichtigkeit der Fälle. Gilman L. Walker, zeitweiliger Wohnsitz Tangerl. Und Miss Susan Lane, Wohnsitz San Francisco, USA. Walker kennt sich in Tanger aus. Sie nicht, Miss Lane. In einer internationalen Stadt wird manches dunkle Geschäft gemacht. Aus diesem Grunde beschäftigen wir uns auch mit diesem merkwürdigen Flugzeugabsturz. Ich will Ihnen zeigen, warum wir so vorsichtig sind. Der sagt, er sei Kettenraucher. 3 Tonnen Zigaretten im Monat. Das sind respektable Kaufleute. Sie arbeiten auf dem schwarzen Markt. Radios, Kühlschränke, Nylons. Automobile. Das ist ein Pirat. Er bestiehlt wiederum die Schieber, wenn er kann. Und diese hier sind die Verteidiger der Herrn Schieber. Sie kennen jede Lücke im internationalen Recht. Walker? Nächsten Monat löst mich ein Franzose ab. Dann ein Belgier, ein Engländer und so weiter. Immer abwechselnd. Die Gesetze der internationalen Zone binden Ihre Hände genauso wie meine. Vielleicht haben Sie vor, diese Situation für sich auszunutzen. Sie erreichen gar nichts damit. Bei Mordverdacht haben wir die Möglichkeit, sofort zuzugreifen. Und ich muss damit rechnen, dass nicht nur Walker in eine Mordaffäre verwickelt ist, Miss Lane. Sie werden beweisen müssen, dass Sie nichts mit ihm zu tun haben. Andernfalls sind Sie genauso verdächtig wie er. Gehen wir rein. Wenn Ihre Anklage auf Mord lautet, möchte ich den amerikanischen Konsul anrufen. Vorher habe ich ein paar Fragen an Sie beide. Nehmen Sie Platz, bitte. Wir wissen nicht, woher die Maschine gekommen ist, was sie geladen hatte und wer die Passagiere waren. Ich möchte wissen, was Sie beide in dem Wrack wollten. Deswegen stehen wir unter Mordverdacht? Wenn Sie auf Befehl von Goro und Danzer da waren, vielleicht. Ich lasse mir von denen keine Befehle geben. Wer sind Danzer und Goro? Haben Sie nie von Leuten gehört, die es fertigbringen, einen Krieg zu entfesseln, wenn es sich lohnt? Wir wissen zwar, dass Walker für Danzer arbeitet, aber wir wissen noch nichts über Sie. Vielleicht ist heute jemand in der Maschine ermordet worden. Sie wissen genau, dass ich nicht für Danzer arbeite. Ich fliege für jeden. Immer dann, wenn ein anständiger Pilot es ablehnen würde. Vorsicht, Colonel. Was ist denn mit Nicky Dane los? Treibt sie sich immer noch mit Danzer rum?
Warum lässt die Ihnen nicht ab und zu eine Arbeit zukommen? Nicht, Lieutenant. Warum durfte er nicht schießen? Sie sind seit 3 Tagen hier. Was wollen Sie in Tanger? Sie sind Reporterin für den San Francisco Herald Ledger. Das stimmt. Plötzlich fahren Sie weg nach Tanger. Was interessiert Sie an der abgestürzten Maschine? Was hatte sie geladen und wer waren die Passagiere? Ich weiß es nicht. Interessant. Sie haben doch zu Walker gesagt, Hank Brady sei der Pilot gewesen. Woher kennen Sie Brady? Hank und ich sind verlobt. Jetzt sagen Sie die Wahrheit. Sie waren also mit Hank Brady verlobt. Er hat telegrafiert, dass ich herkommen soll. Das können Sie ja nachprüfen. Was haben Sie geantwortet? Na, dass ich komme. Solange Brady hier war, war er mit Walker dick befreundet. Sie wohnten zusammen, haben sich zusammen herumgetrieben und jedes dreckige Geschäft, das Walker nicht mehr schaffen konnte, übernahm Brady. Und dieses wahrscheinlich auch. Woher wollen Sie das wissen? Ich glaube, er ist abgesprungen, als er wusste, dass er damit ein großes Geschäft macht. Was war das? Und weshalb ist Hank Brady geflogen und nicht Sie? Sie fragen mich zu viel, ich weiß es nicht. Sie wollen mir also nicht helfen, Walker. Aber bedenken Sie, dass ich hier auch als Vertreter der Vereinigten Staaten stehe, in die Sie nicht mehr zurückkehren können. Darüber weiß ich selbst am besten Bescheid. Noch sind mir die Hände gebunden, das wissen Sie. Mit sowas hat sich Ihr Verlobter Hank Brady abgegeben. Im letzten Weltkrieg hat sich ein Mann besonders hervorgetan, der genau wie Walker aussah. Das war vor 8 Jahren und jetzt steht er hier. Der Mann hat die höchste Tapferkeitsauszeichnung erhalten, nachdem er tot war. Er erzählt Märchen, weil er uns nichts nachweisen kann. Das kommt vielleicht früher, als Sie denken, Walker. Sie gehören zu Brady. Wenn er geflogen ist und Danza und Goro mit der Sache zu tun haben, der ich auf der Spur bin, dann könnte ein gewisser toter Held plötzlich wieder auferstehen und zu einem höchst lebendigen Verräter werden. Erzählen Sie mir das, wenn Sie beweisen können, dass Hank geflogen ist. Das ist ein schwieriger Fall, Colonel. Wenn er noch lebt, werde ich ihn finden und bestimmt ohne Ihre Hilfe. Brady kann genauso wenig nach den Vereinigten Staaten zurück wie Walker. Sir, Senor Calferes. Schon gut, schon gut. Monsieur? Mademoiselle? Ja, ja, ich weiß schon. Paragraph 3, Absatz 2, Artikel 4 des Statuts der Internationalen Stadt. Immer dasselbe. Der Fall ist erledigt. Sie können gehen. Das ist gut. Gott schütze Sie beide, meine Herren. Wer sind Sie? Wer bezahlt Sie dafür? Aber ich bitte Sie, das ist doch meine Pflicht, ein Senior und eine so hübsche Senorita dürfen doch nicht so mir, nichts dir, nichts verhaftet werden. Wer bezahlt Sie? Steigt ihr jetzt ein oder wollt ihr da drüben Wurzeln schlagen? Hast du vielleicht was mit der... Hoffentlich klappt's, wie ich es mir gedacht habe. Wenn Mademoiselle Dane irgendjemand trifft, benachrichtigen Sie mich. Wenn ich was herausfinde, benachrichtige ich Sie. In Ordnung. Du fährst falsch. Ist meine Wohnung falsch? Das nicht, aber wenn Danza und Goro Bescheid wissen, kommen sie sofort hin. Ja, wenn? Hat Danza dich beauftragt, mich rauszuholen? Wer ist das? Ich wundere mich, dass Sie meine Gegenwart überhaupt zur Kenntnis nehmen. Das ist Hank Bradys Freundin. Hank ist vielleicht tot. Ich finde, sie macht sich wenig Sorgen um ihn. Wenn Sie nicht zufällig am Hotel Marocain vorbeifahren, dann kann ich mir irgendwo ein Taxi nehmen. Ist eine Amerikanerin. Ungeheuer aufregend. Wenn Danza dich geschickt hat, fahr weiter. Wenn nicht, fahr die nächste Straße links.
Fahr rückwärts, wir müssen hier raus. Bleib drin. Die Eingeborenen sind bezahlt, von mir. Wenn der Wagen weg ist, geht's weiter. Was ist mit dir? Das werden wir auch noch rausbekommen. Zu Goros Wohnung. Du arbeitest also doch für Danza. Antworte, Niki. Wolltest du ihn zu mir bringen oder mit ihm fliehen? Kann ich dafür, dass mir irgendein Esel den Weg versperrt. Geh, mach die Straße frei. Fahrt weiter! Mach die Straße frei! Ich hab was Neues, Sir. Danza brachte Sie zum Halten und ist zu Ihnen eingestiegen. Ich bin bei 8-0. Sie fahren Richtung 8-20. Die Straße ist jetzt frei. Ich nehme die Verfolgung auf. Gut. Ich folge Ihnen. L'autre Direction. Willkommen, willkommen. Dulla, bitte, mach das Licht an. Ich hoffe, du hast Walker für mich rausgeholt. Ist das nicht gleichgültig? Er ist hier. Bitte nehmen Sie Platz. Ich nehme an, wir sind uns einig, dass verschiedene Herrschaften mir einige Aufklärungen schuldig sind. Damit uns die Polizei hier schnappt? Seid ihr verfolgt worden? Ich habe nichts gemerkt. Seit 8 Jahren wartet die Polizei darauf, dass mir endlich einmal ein Fehler unterläuft. Nein, den Fehler werde ich nie machen. Ich gebe zu, ich habe Angst vor der Polizei. Ich werde ganz schnell dahinter kommen. $20.000. Die hätten Sie doch brauchen können. Das Geld war leicht zu verdienen. Der Fall wäre in ein paar Stunden erledigt gewesen. Sie sollten uns einen Mann aus Oran abholen und hierher fliegen. Und unterwegs aus dem Flugzeug werfen. Wir hängen doch einer vom anderen ab. Goro hat Ware angeboten. Ich will sie kaufen und weiterverkaufen. Aber ich muss die Ware sofort bezahlen, sonst verkauft er sie anderweitig. Ganz recht. Ich wusste, dass ein Mann namens Kovac mit $3 Millionen nach hier unterwegs war. Das waren die Millionen, die ich brauche. Aber wussten Sie auch, dass dieser Mann ein berühmter Wissenschaftler ist, der unter Lebensgefahr aus seiner Heimat fliehen musste? Flohen? Er war den ganzen Weg über bewacht, nur er wusste es nicht. Er war der $3 Millionen-Scheck, mit dem ich bei Goro einkaufen sollte. Ich dachte, so viel Geld sei besser auf der Bank aufgehoben. So, dachten Sie? Das dachte ich. Deshalb haben Sie Hank Brady die Sache übergeben. Jetzt hat er das Geld und wir haben Sie. Und diese Dame, von der niemand weiß, wer sie ist. Ich habe doch schon mal gefragt. Wer ist das? Na, antworten Sie. Das ist ganz einfach. Hank hat mir telegrafiert, ich sollte ihn hier in Tanger abholen. Er würde heute Nachmittag mit einem Privatflugzeug hier eintreffen. Warum haben Sie das nicht der Polizei gesagt? Sie hat kein Vertrauen zur Polizei. Uns traut sie ebenso wenig. Denkt ihr, sie lässt Brady mit dem Geld abhauen? Vielleicht hat sie das Flugzeug absichtlich verpasst. Und Sie haben sich bereits woanders verabredet. Das dauert zu lange. Sie erzählt es uns beiden, Danza. Aber in Dullas Haus. Das Licht bitte. 8:23. Wir haben den Wagen. Ich sehe mal nach. Gut, Bill. Ich bin sofort bei euch. Seid aber vorsichtig. Sehen Sie sich hier unten um. Ich werde mir da oben die Tür mal ansehen. Denkt daran, nicht schießen. Ja, Sir. Lieutenant, bitte seien Sie vorsichtig. Sie auch.
Was ist? Warum gehen wir nicht? Sie haben keine andere Wahl. Dulla wird uns begleiten. Die Polizei! Bist du verrückt? Was hast du getan? Durch die Hintertür! Hört noch! An der Mauer! Er ist tot, Sir. Es war Walker. Da durch die Tür ist er gelaufen. Kommen Sie. Sie und Goro können diesen Weg gehen, der Polizei entgegen. Der Polizei entgegen? Wir brauchen die Polizei nicht zu fürchten. Nicht, wenn Sie den Mord an den Polizisten erklären können. Nehmt ihn mit. Susan? Nikki? Waren Sie dabei, als Walker den Lieutenant erschossen hat? Nein, Sir. Wo ist Walker? Sind die beiden Frauen bei ihm? Tja, wenn Sie es genau wissen wollen. Wir wissen es ebenso wenig wie Sie. Wir befinden uns auf einem Abendspaziergang. Sie wollen doch nicht sagen, dass das verboten ist. Oder doch, Colonel Weir? Durchaus nicht. Walker kann nicht weit weg sein. Kommt jetzt. Hier am Strand gibt's hunderte von Höhlen, in denen er sich verstecken kann. Na schön. Es ist zwecklos, hier zu suchen. Er kann uns nicht entkommen. Wo will er denn hin? Wir überwachen den Flugplatz und den einzigen Weg aus der Stadt. Die Straße nach Marokko. Früher oder später fangen wir ihn dort. Wohin gehen wir denn? Erstmal weg.
Wem gehört das Haus? Wo sind wir? Wem es gehört, ist egal, aber auf dem Hof steht ein Auto. Und das ist genau das, was wir brauchen, um schnell hier wegzukommen. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Das ist Henk Bredichs Wohnung. Ich wiederhole. Das war einmal. Er ist 34, hat dunkle Haare, ist etwa 2 Meter groß und wiegt 88 Kilogramm. Zweckdienliche Mitteilungen erbeten an die internationale Polizei in Tanga. Hohe Belohnung. Se paga una recompensa de 10.000 francos por información resulte in la prensión. Sie haben eine Belohnung ausgesetzt. Die Eingeborenen verraten jeden, wenn man ihnen Geld verspricht. Wir müssen Henk suchen. Ich habe nicht die Absicht, Henk zu suchen. Nein? Selbst wenn er lebt, weiß ich nicht, wo ich ihn finde. Aber ich kann es Ihnen vielleicht sagen. Ich will es nicht wissen. Vielleicht kann ich Ihnen bei der Suche helfen. Sagen Sie mir doch, wo er ist. Dann weiß es Danza auch gleich. Warum haben Sie es nicht der Polizei gesagt? In jedem Brief hat Henk mir von Ihnen erzählt. Und jetzt sagen Sie, ich soll ihn der Polizei ausliefern? Warum hat er sich auf dieses schmutzige Geschäft eingelassen? Das hat seine Gründe. Und ich habe meine Gründe, hier zu verschwinden. Und was soll aus Henk werden? Ich denke, er wird nicht böse sein, wenn ich mir ein paar Anzüge borge. Wird Niki auch mitgehen? Niki denkt nicht daran. Ich bin doch nicht verrückt, so etwas mitzumachen. Wenn Sie schon Henks Sachen einpacken, können Sie mir wenigstens was von ihm erzählen. Vielleicht erzählen Sie mir etwas über sich. Warum über mich? Na, soll ich wirklich glauben, dass Sie aus reiner Liebe hierher gekommen sind? Oder war es wegen der bewussten 3 Millionen Dollar? Das können Sie halten, wie Sie wollen. Weichen Sie nicht aus. Ich möchte wissen, ob es Ihnen wirklich um Henk Brady geht oder um die 3 Millionen. Ich denke, du musst weg. Mach schon, geh. Ich würde mir das allmählich abgewöhnen. Andere Menschen haben auch Fesseln getragen. Henk muss Ihnen viel geschrieben haben. Besonders über Sie. Was wissen Sie noch von mir? Genug, um zu fühlen, dass Niki auf Sie wartet. Vielleicht kann Niki Sie überzeugen, dass man was für Ihren Freund Brady tun muss. Ich weiß allein, was ich zu tun habe. Diesmal gehe ich wirklich weg. Ich will nicht mehr. Ich habe mich die längste Zeit nach diesem Danza gerichtet. Willst du mich wirklich allein gehen lassen, Niki? Ach was. Du weißt doch, was ich wirklich will. Diesmal bleibst du bei mir, oder? Oh, und wenn ich nicht bei dir bleiben kann? Danza, wieder Danza. Was bedeutet er für dich? Diesmal musst du mir Antwort geben. Ach, ich hab's dir doch oft genug gesagt. Ja, dass du für ihn arbeitest und nur für die Arbeit bezahlt wirst. Du glaubst doch nicht, dass es mehr ist. Wenn ich bei dir bin, nicht. Aber wenn ich nicht bei dir bin. Wer schenkt seinem Mitarbeiter ein Haus, ein Auto, Kleider? Ich habe eben Beziehungen, die für ihn unbezahlbar sind. Meinst du, ich bin so dumm und glaub das? Du bist so rein und so edel, wie ein Märchenprinz. Und was hast du davon? Einen Dreck. Und wenn ich Schluss machen würde mit Danzer? Was könntest du mir bieten? Ein Leben von der Hand in den Mund. Geldgieriges Luder. Du bist immer nur scharf aufs Geld gewesen. Aber ich will nicht mehr. Von jetzt an werde ich mir das nicht mehr länger mit ansehen. Nein! Du weißt doch, wie sehr ich dich liebe. Ich liebe nur dich. Dann komm mit mir. Bitte, zwing mich nicht. Danza. Wenn dies Geschäft klappt, dann sind wir reich. Dann braucht er mich nie wieder. Du musst dir nur versprechen, Brady zu suchen. Dann wird sie dir sagen, wo er ist. Ja, damit du es Danza verraten kannst. Ach, Gil. Gil, lass mich nicht im Stich. Bleib bei uns. Leb wohl, Niki. Sie gehen. Niki hat also nichts erreicht. Sie wollen Ihrem Freund nicht helfen. Er wird niemandem helfen. Er kennt das Wort Hilfe nicht.
Hank telegrafierte mir, wenn er nicht kommen würde, dann wäre er auf einem verlassenen Flugplatz zu finden, 6 Meilen südlich von Tasley. Da wird sie Gil bestimmt hinführen. Tasley ist ein kleines Nest, nicht mal 100 Meilen von hier entfernt. Tut mir leid, aber ich brauche Ihre Hilfe bis Tasley. Dann haben Sie immer noch Zeit, Dancer davon zu benachrichtigen. Tasley liegt in der Wüste. Es wird kalt sein. Ziehen Sie das an. Und du das? Ich brauche es nicht. Du brauchst es. Der Wagen steht da drüben. Mach keine dummen Sachen. Denn wenn uns die Polizei erwischt, wirst du nie wieder Gelegenheit haben, dann sei irgendeine Mitteilung zu machen. Eigentlich für eine Frau. Ich bin nicht anders als Sie. Damit Sie Bescheid wissen. Gil Walker gehört mir. Wirklich? Immer noch nicht. Sie werden schon kommen. Ich habe mir sagen lassen, Sie hätten Nerven wie Drahtseile. Ich möchte Sie bitten, Ihre Bemerkungen zu unterlassen. Ich bitte um Entschuldigung. Niki hätte mir schon längst Bescheid geben müssen. Ach, was wissen Sie über Niki? Sie müssen abwarten. Haben Sie Geduld. Ich muss Geduld haben, aber Ihnen kann es egal sein. Sie können Ihre Ware doch an jeden verkaufen, der Geld bringt. Ich finde es amüsant, hier herumzulaufen. Ich glaube, Sie wollen mir bloß verheimlichen, wo Ihre Ware liegt. Vielleicht haben Sie recht. Ob die Amerikanerin etwas darüber weiß? Beobachten Sie lieber die Sperre. Was gibt's denn? Endstation für mich. Wartet hier. Colonel Wiers, Straßensperre. Da kommst du nie durch. Weiß ich. Können Sie den fahren? Ja. Bleiben Sie in der Reihe und dann durch. Wird Colonel Wiers mich passieren lassen? Natürlich. Er wird annehmen, dass ich Ihnen folgen werde. Tun Sie das auch? Gleich hinter der Stadt kommt eine scharfe Kurve. An der Stelle fahren Sie langsam. Schaffen Sie das? Warum nicht? Du mich nicht fahren lassen. Damit du Lärm schlägst, falls Danzer in der Nähe der Sperre ist, was? Was soll das, Danzer? Glaubst du vielleicht, ich würde dich verraten? Du wirst bald Gelegenheit haben, das Gegenteil zu beweisen. Madame, Miss Lane. Die ist bestimmt nicht zum Vergnügen unterwegs. Vielleicht versucht Walker uns zu umgehen. Henry, Sie gehen recht rüber. Ja, Sir. Mona, Gomez, kommt mit. Überall? Sie nehmen die linke Seite. Ja, Sir. Viel
5000 Francs, oder ich rufe die Polizei. Sie würden nicht versuchen, die Sperre zu umgehen, wenn Sie keine Angst vor der Polizei hätten. 5000 Francs, oder ich tue meine Pflicht und schreie. 5000 Francs. Das ist vernünftig. Man muss ja schließlich leben. Ich habe auch immer Ärger mit der Polizei. Sie? Ja? Haben Sie einen Mann und eine Frau gesehen? Fremde. Wir suchen sie. Es gibt 10.000 Francs Belohnung für den Mann. 10.000 Francs? Da kommen Sie gerade richtig. Haben Sie die beiden gesehen? Ja, die sind da drin. Und zwar im hinteren Zimmer. Wenn das stimmt, kriegen Sie 10.000 Francs Belohnung. Bitte alle sitzen bleiben. Warten Sie Ihre Plätze. Amerikanerin? Ja. Bitte warten Sie einen Augenblick. Durchlassen. Wirklich, Sir? Lasst Sie fahren. Ja, Sir, aber ich verstehe nicht. Walker hat Sie mit dem Wagen rausgeschickt, um Sie draußen wiederzutreffen. Lassen Sie sie durch. Ja, Sir. In Ordnung, Sie können fahren. Die Amerikanerin. Schnell hinterher. Sie vergessen die Polizei. Die hat vielleicht einen Grund, Sie durchzulassen. Wir beobachten und warten. Ist. Worauf wollen wir noch warten? Auf die Polizei vielleicht. Wir haben dort drüben niemanden finden können, Sir. Und was ist mit Ihnen? Auf meiner Seite ist Walker nicht durchgekommen. Dann ist er noch in der Stadt. Was ist mit dem Flughafen? Nichts. Da hat er sich auch nicht blicken lassen. Na gut. Dann geht die Jagd los. Und wenn wir die ganze Stadt umkrempeln. Die Amerikanerin ist an der nächsten Kontrolle anzuhalten. Ja, Sir. Zwei Mann bleiben hier. Ja, Sir. Henry und Duval. Sie ja. Sie haben sich's anders überlegt. Kommen Sie, fahren wir. Warum so eilig? Es gibt ja nur die eine Straße durch die Wüste. Das ist überhaupt kein Problem. Dem Wagen vom Walker nach. Aber ohne Scheinwerfer, wenn ich bitten darf. Ich dachte, Sie schaffen es nicht. Werden wir verfolgt? Nein. Schneller. Du musst sie einholen.
Hier im Sand kann man gut schlafen. Oder wollen Sie im Wagen bleiben? Haben Sie nicht gesagt, es wäre kalt in der Wüste? Wie kann man um diese Zeit an Schlafen denken? In ein paar Minuten wird's hell, dann können wir nicht weiterfahren. Mit Schlafen bringen wir den Tag am besten rum. Was sollen die Zweige? Ich fürchte, dass Colonel Weir Flugzeuge einsetzen wird. So wie es hell ist, sind sie da. In dem Sand hier kann ich bestimmt nicht schlafen. Ich weiß gar nicht, warum du dir Sorgen machst. Sie sind doch vorbei. Warum können wir nicht einfach weiterfahren? Damit wir der Polizei begegnen oder Danza und Goro, wenn sie zurückkommen. Das möchtest du wohl. Hier in dem Weingarten muss es doch irgendwo Wasser geben. Es muss die Aufregung sein, aber mir ist so heiß. Da drüben bei den Bäumen werden sie bestimmt Wasser finden. Warum bringst du sie nicht hin? Schön. Ich nehme aber lieber den Zündschlüssel mit. Dann werde ich mitgehen. Hält man sie in den Staaten für schön? Ich weiß nicht. Findet man sie zu Hause schön? Ich glaube ja. Das freut mich. Ich glaube, Sie sind nur wegen Gil gekommen. Kalt. Und zwar hatten Sie sich in ihn verliebt durch die Briefe von Hank Brady. Noch kälter. Weshalb sind Sie denn sonst hier? Dreimal dürfen Sie noch raten. Wollen Sie sich über mich lustig machen? Was gibt's denn? Ich denke, Sie suchen Wasser. Ich dachte, du wolltest dir suchen helfen. Wasser? Die wollte doch nur mit dir allein sein. Sie hat dir vielleicht sagen wollen, dass sie dich liebt. Halt den Mund. Frag sie! Weißt du, wie es passiert ist? Durch die Erzählungen von Hank. Geh bitte zurück zum Wagen. Frag sie doch. Entweder komm mit oder geh zum Wagen und schlaf. Ich geh zum Wagen. Kommen Sie? Was hat Niki da erzählt? Von Briefen. Zuerst waren Sie nur jemand, über den Hank immer schrieb. Ich weiß. Über den Dummkopf, der nach dem Krieg nicht mehr nach Hause konnte. Das Flugzeug nach Amerika. Lissabon, New York. Würden Sie gern mitfliegen? Das habe ich aufgegeben. Man muss die Dinge nehmen, wie sie sind. Tja, ich war bei Ihnen zu Hause, um die Sache mitzuerleben. Um was mitzuerleben? Die Trauerfeier. Hank schrieb mir davon und ich ließ mich von meiner Zeitung hinschicken. Ich habe Ihre Mutter gesehen. Sie hat sich große Mühe gegeben, nicht zu weinen, als der Gouverneur von Ihnen sprach. Und Ihre Schwestern. Sie waren so nett und bescheiden. Ich weiß, das brauchen Sie mir nicht zu erzählen. Sie müssen als Junge ziemlich ungezogen gewesen sein. Und dann sprach der Gouverneur vom Krieg und von Ihrer Tapferkeit. Er schilderte, wie Sie mit dem Fallschirm abgesprungen sind und das Munitionslager in die Luft gesprengt haben. Das bin ich nicht gewesen. Ich bin gar nicht dazu gekommen. Als ich mich an das Lager heranpirschte, wurde ich verwundet. Einer meiner Kameraden nahm mir die Sprengladung ab und sprengte das Lager an meiner Stelle in die Luft. Er flog mit in die Luft, genau wie es mir dabei ergangen wäre. Dann wurde ich gefangen. Sie brachten mich in ein Bauernhaus, dort wurde ich erstmal gefesselt. Und als ich wieder rauskam, war der Krieg zu Ende. Und da blieben Sie in Europa. Sie schämten sich, weil man Sie zu einem Helden gemacht hatte. Wenn ich heimkomme und die Wahrheit sage? Ich weiß, der Nimbus ist weg.
Die Familie kann nicht mehr stolz sein. Und wenn ich heimkomme und sage nichts, kommt es eines Tages raus. Also bleiben Sie hier. Wie viele Jahre? 10, 20? Vielleicht. Was kümmert es Sie, ob ich nach Hause fahre oder nicht? Ich dachte, Sie wären müde und möchten sich erfrischen. Jetzt möchte ich mich etwas erfrischen. Besser, als nur mit den Füßen im Wasser herumzuplätschern. Das glaube ich Ihnen. Sie fühlen sich bestimmt wohl dabei. Versuchen Sie es doch auch. Das brauche ich nicht. Es geht auch so. Wir gehen zum Wagen. Wollen Sie im Wagen schlafen? Nein, ist mir zu heiß. Gehen Sie darüber. Ich muss Hank finden, weil ich... Vielleicht kann ich es Ihnen sagen, wenn wir ihn gefunden haben. Wenn Hank noch lebt, ist er in Gefahr. Zum Teil meinetwegen. Und meinetwegen. Ich glaube, es ist besser, Sie legen sich jetzt schlafen. Polizeiflugzeug. Sie suchen uns. Das Flugzeug meldet, dass Sie jeden Meter von hier bis zu den Weingärtern abgesucht haben. Aber Sie können nichts finden. Das Flugzeug soll beide Seiten der Straße von hier nach Tanga abfliegen. Ja, Sir. Es soll die Straße von hier nach Tanga absuchen. Gut. Wenn es uns ausgemacht hat, ist Colonel Wir schon unterwegs. Wir müssen sofort weiter. Dula! Keine Reifenspuren gefunden? Gut, fahren wir weiter. Einsteigen. Komm schon, einsteigen. Das war nicht Absicht, Gil. Bitte glaub mir doch. Halt's Maul. Mit dem Wagen kommen wir nicht weiter. Kommt raus. Thank you.
pass auf Ihren Wagen auf. Nichts zu sehen. Ach, bitte, Gil, wir müssen weiter. Hier können wir nicht bleiben. Schnell, ehe es zu spät ist. Damit du mich verraten kannst. Gil, ich habe wirklich nicht mit Absicht geobt. Da hinten ist eine Tür. Schnell, komm doch. Walker hat Dulas Revolver, wenn ich daran erinnern darf. Eigentlich möchte ich kurz einen Prozess machen, Walker. Aber ich gebe dir eine Chance. Bei einer Schießerei könnte eine von den Frauen verletzt werden. Du hast 30 Sekunden Zeit, um mit erhobenen Händen herauszukommen. Hey, Walker, die Zeit ist um. Kommst du raus? Der Wagen ist da drüben. Erik! Erik! Hast du sie gesehen? Nein, ich habe niemand gesehen. Um das Haus rum. Wir müssen ihnen nach. Viel zu spät. Wir kriegen sie noch. Aber Danza, es dauert mindestens eine halbe Stunde, bis mein Wagen wieder flott ist. Ich werde es mir hier inzwischen so gemütlich wie möglich machen. Wir rufen, wenn wir soweit sind. Colonel, wir hat bestimmt die Polizei von Tazlai benachrichtigt.
Sagten Sie nicht, dass der Flugplatz 6 Meilen südlich von Tazla liegt? So stand's im Telegramm. Wenn wir hier abbiegen und direkt südlich fahren, dann kommen wir zum Flugplatz, ohne Tazla zu berühren. Und schneller geht's auch. Aber sieh dir die Straße an. Wenn irgendwas mit dem Wagen geschieht, was dann? Sie müssen unsere Scheinwerfer gesehen haben. Vielleicht ist es gar nicht Danzig. Nötig, dass sie uns alle kriegen. Ihr beiden geht hier entlang. Nein, ich gehe nicht ohne dich. Lassen Sie Niki nicht aus den Augen. Weit können Sie noch nicht sein. Der Boden ist steinig, man sieht keine Spuren. Sie können keine 100 Meter weg sein. Verteilt euch und seht mal nach. Das Gilbert interessiert Sie nicht, was? Er hat doch recht. Einer muss durchkommen. Dann versuchen Sie es. Wo sind deine Freunde? Du meinst, es sind meine Freunde? Erzähl keine Märchen. Wir wissen doch, was wir voneinander zu halten haben. Jetzt weiß ich's. Also, die beiden Amerikaner sind nicht deine Freunde. Ihr wollt doch wissen, wo sie sind. Nein. Es wäre nicht schwer, sie zu finden, aber das würde uns auch nicht helfen. Mich interessiert nur, wo sie hinwollen. Bisher habe ich immer etwas von dir wissen wollen. Heute ist es umgekehrt. Sage mir, wo mein kleiner Junge ist, dann werde ich dir sagen, was du wissen willst. Du versuchst, mich zu erpressen. Warum nicht? Du bist der Einzige, der mir Auskunft geben kann. Du weißt, dass mein Mann ermordet worden ist. Und weil ich nicht mehr für euch arbeiten wollte, habt ihr mir mein Kind geraubt. Du hast mir in die Hand versprochen, zu sagen, wo er geblieben ist. Jetzt sag es mir. Und dann werde ich dir sagen, was du wissen willst. Gar nicht nötig. Wenn ich mich nicht täusche, kann ich Ihnen genau verraten, wo Walker und die Amerikanerin zu finden sind. Wir sind gar nicht mehr weit von meinem Materiallager weg, Danzer. Ich glaube, dass wir Ihr Geld dort auch finden werden. Worauf warten wir dann noch? Was soll ich tun, damit du mir sagst, wo mein Sohn ist? Ich wollte es dir schon immer sagen. Damit ich dich endlich loswerde. Aber ich brauchte dich noch. Jetzt kann ich dir sagen, dass dein Sohn bereits vor über einem Jahr gestorben ist. Tut mir leid. Danke, Sir.
Ich dachte, du wärst fort. Einer von uns sollte doch durchkommen. Du hast es gar nicht versucht. Für wen sollte ich mich entscheiden? Für meinen Sohn oder dich? Tut mir leid. Ach, lass das doch. Du hast an nichts anderes gedacht als an deine Eifersucht. Danser, immer Danser. Daran hast du immer nur gedacht. Warum hast du mir das nicht längst gesagt? Ich hätte dir bestimmt geholfen. Wenn ich es gewusst hätte. Ja, wie denn? Gab es denn überhaupt einen Ausweg? Komm jetzt. Willst du mich wirklich noch mitnehmen? Die möchten Sie doch gern haben, hä? Was halten Sie von meiner Ware? Ihre Ware? Wollen Sie mich für dumm verkaufen? Sie sind sehr misstrauisch. Was soll das Militär dort? Ich habe meinen Männern Uniformen machen lassen, damit jeder glaubt, das Zeug steht unter militärischer Bewachung. Meine Maschinen sind beladen und zur Übernahme bereit. Die Ware ist gut und gern 3 Millionen Dollar wert. Alles, was Sie interessiert, habe ich beschafft. Wie versprochen. Ein Mann, ein Wort. Was hatte denn Hank für den Fall vorgesehen, dass der Flugplatz von Soldaten bewacht wird? Er muss hier irgendwo sein. Sie nehmen auf nichts Rücksicht. Hauptsache, wir kommen zu Hank Brady. Und zu seinen 3 Millionen Dollar. Er muss dort drüben sein, bei den Maschinen. Ich muss näher ran, wenn ich ihn finden will. Damit die Soldaten uns verhaften und der Polizei übergeben? Wer weiß, ob nicht auch Goro und Danza hier auf uns warten. Jetzt fehlt nur noch das Bargeld zum Bezahlen. Ich wette, das Geld ist bereits hier. Oder unterwegs. Reddy ist noch nicht eingetroffen. Meine Männer hätten ihn sonst festgenommen. Gut Ding braucht Langeweile. Da ist Hank. Er winkt uns zurück. Ich denke, wir kommen leichter an den Wachen vorbei als die anderen. Kommen Sie. Wir brauchen nicht mehr zu warten. Das Geld ist da. Sie sollen nicht länger warten. Dulla? Ach so. Sehr traurig. Aber man kann sich heutzutage auf keinen Menschen verlassen. Jetzt verstehe ich, warum Sie mitgekommen sind. Alle Achtung. Aber leider zu spät. Man lernt nie aus. Ich habe ja oft genug versucht, Ihnen etwas beizubringen. Aber Sie wollte nicht auf meinen Rat hören. Glauben Sie vielleicht, dass ein Mann wie mein Auftraggeber, der seit vielen Jahren gezwungen ist, auf den internationalen Schwarzmärkten einzukaufen, sich von so einem schmutzigen Schwein wie Sie überfahren lässt? Ich möchte nicht untersuchen, wessen Geschäft schmutziger ist, meins oder Ihres. Ich betreibe meine Geschäfte als Kaufmann. Ich arbeite nicht mit solchen Tricks. Das geht nur einmal, das wissen Sie ebenso gut wie ich. Selbst wenn Sie es fertig brächten, mich umzulegen, würde Sie dieser Mord teuer zu stehen kommen. Sind Sie davon überzeugt? Es gibt Fehler, die nicht mehr zu korrigieren sind. Sie fangen an, mich zu langweilen. Ich bin fertig mit Ihnen. Und zwar endgültig. Ihr Auftraggeber und Sie haben in Ihrer Kalkulation einen Faktor übersehen. Dulla. Übersehen? Dulla. 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 Dulla, sieh doch ich. Du kannst doch nicht Dulla, ich.
Show! Alibi! Sag ihnen, wenn sie meinen Anordnungen folgen, zahle ich das Doppelte, Vigoro. Il vous donnera le double, de ce qu'il vous offre. Ich habe verstanden, was er gesagt hat. Einverstanden. Ich will den Inhalt der mittleren Maschine. Und noch eins. Seid vorsichtig. Sie sind bewaffnet und sie warten auf euch. Ich verstehe. Wo wollt ihr hin? Hierher! Kommt! Muss schwer gewesen sein, bei Tag herzukommen. Mr. Kovac und ich haben uns nachts hereingeschlichen. Ich bin froh, dass ich überhaupt hier bin. Will, ich weiß zwar nicht, was du damit zu tun hast, aber ich bin froh, dass du hier bist. Wir müssen machen, dass wir wegkommen. Hast du ihn deshalb nicht aus dem Flugzeug geworfen, um ihn jetzt hier sitzen zu lassen? Der Schuss, der vorhin fiel, war sicher ein Zeichen von Goro und Danzer für ihre Wachen, damit sie uns gleich richtig empfangen. Wir haben nicht viel Zeit zu verlieren. Kommst du? Es ist besser, wir gehen jetzt. Kannst du nicht mal mehr weglaufen mit dem gestohlenen Geld? Sie glauben, er hat mich bestohlen? Er ist mit mir zusammen abgesprungen. Er hat sein Leben riskiert, um mich davor zu bewahren, dass man mich in Tanga wegen meines Geldes umbringt. Er ist von der Geheimpolizei. Hat dir Susan nicht erzählt? Das konnte ich nicht. Genauso wenig wie du. Dann hast du jetzt Zeit dazu. Die kommen nicht her. Die warten, bis wir rauskommen. Eigentlich darf ich nicht. Aber jetzt bin ich in einer Zwangslage. Ich habe dich überwacht, im Auftrag der Regierung. Sie auch? Ja. Und eure Briefe und die Verlobung? Alles nur Mittel zum Zweck. Liebesbriefe gehen besser durch die Zensur. Verstehst du? Weder Danzer noch Goro haben Mr. Kovac je gesehen. Deshalb sollte Susan ihn nach Tanga bringen, wenn wir hier rauskommen. Ein Mann und eine Frau auf Reisen fallen nicht so auf. Ich bringe meine Freunde ungern in Gefahr. Aber jetzt muss ich es tun. Mr. Kovac muss unbedingt zur Bank von Tanga. Ganz gleichgültig, wie er das schafft. Das können Sie vom Gil nicht verlangen. Colonel Vir würde ihn umbringen. Wegen Mord an einem Polizisten durch einen von Goros Männern. Ich muss dich bitten, eine Aufgabe durchzuführen, die eigentlich meine ist. Und ich muss dir jetzt, Mr. Kovac, anvertrauen. Ich hoffe, dass du es schaffen wirst. Wir werden es schaffen. Wenn wir hier rauskommen, haben wir einen langen Weg nach Tanga. Hinter dem Wäldchen, durch das ihr gekommen seid, steht ein Wagen, den wir sozusagen geborgt haben, als wir gestern Abend in Taslai waren. Das wäre ja noch schöner, wenn wir dich nicht mitnehmen würden. Ich bleibe. Ich werde mal ein bisschen Leben in die Bude bringen. Ihr wartet, bis ich sie abgelenkt habe. Dann könnt ihr abhauen. Hank! Geh mit ihm. Danzer! Komm raus!
schnell zum Wagen! Schwer verletzt? Ich glaube schon. Es ist meine Schuld. Statt direkt hierher zu kommen, lasse ich mich ablenken und jage einem Mörder nach. Wir haben beide Fehler gemacht. Ruhig. Hauptsache Walker kommt durch. Walker? Sie sollten ihm vertrauen. Er ist nicht der Mörder des Polizisten. Er ist mit Kovac nach Tanger unterwegs. Zur Bank. Traut ihm. Kommt jetzt. Wir müssen sofort zurück. Henry, Sie bleiben hier. Ja, Sir. Kovac muss zur Auslandskreditbank. Rechts rum, wir werden dort warten. Schließen Sie auf, Mr. Kovac. Aber Sie dürfen die Tasche nicht reinbringen. Das ist Mr. Kovacs Aufgabe. Wie soll er das machen? Das kann er nicht und Gil kann's auch nicht. Danzers Leute warten doch da. Wollen Sie es versuchen, trotz der Männer? Hier, nehmen Sie Ihre Papiere an sich. Sie fahren. Ich locke Sie rüber auf die andere Straßenseite. Wenn ich die Straße überquere, geben Sie Gas und fahren vor die Bank. Ja, Gil, lass das. Du kommst nicht durch. Steig aus. Geh dort rüber. Bleib hier stehen. Ich liebe nur dich. Ich schwör's dir. Gepäck verzollt. Alles in Ordnung? Können wir
Ihnen behilflich sein? Danke sehr. In meinem Bericht habe ich vorgeschlagen, Ihnen die höchste Auszeichnung zu verleihen. Sie ist gleichbedeutend mit der Ehrenmedaille. Sie haben sie verdient. Ich hoffe, Sie werden sich zu Hause wohlfühlen. Sie haben keinen Grund mehr, sich vor irgendjemand zu verstecken. Leben Sie wohl. Und vielen Dank. Gute Reise!